can feel the love in your heart. I can see it in the way that you smile. I can feel the love in your heart. I can see it in the way that you smile. Wir waren jetzt eben frühstücken, das ist direkt hier gegenüber vom Pool. Und jetzt sind wir wieder hier, haben uns Liegen ausgesucht, also diesmal woanders. Und wir sind wieder hier am Pool, weil der auch am größten ist. Und ja, chillen jetzt wieder. Gestern war ich auch zum Beispiel gar nicht im Wasser. Das war aber auch gut, weil ich immer noch ein bisschen Sonnenbrand habe. Aber heute gehe ich, denke ich, wieder ins Wasser. Hier ist jetzt auch ein bisschen Schatten noch. Das ist eigentlich voll gut. Und ja. How often have I told you don't write overrated texts? My reply is emoji shade. Are you up to something? Ich habe mich wieder fertig gemacht. Wir waren genau wie gestern den ganzen Tag am Pool. Und das ist jetzt mein Outfit of the night. Ja, und wir gehen wieder essen. Wir haben das gestern schon reserviert, genau, weil gestern war nichts frei. Und dann gehen wir jetzt heute dahin. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich glaube, da gibt es ganz viel, also Pasta, Pizza und gegrilltes Zeug, also Fleisch, Steak und sowas. Mal schauen, was wir da Schönes zu essen finden. So, wir waren jetzt eben noch hier kurz am Strand und davor waren wir was essen und so ein bisschen shoppen. Aber wir haben nur geschaut, also ich habe nichts mitgenommen oder so. Und ja, es ist auch ein bisschen frischer, aber richtig angenehm. Und das Wasser ist auf jeden Fall richtig kalt. Ja, und ist auch richtig zurückgegangen, also anscheinend ist gerade Ebbe. Aber ja, wir laufen jetzt wieder zum Hotelzimmer und werden dann halt wahrscheinlich nicht mit. Heute ist schon Freitag, also der vorletzte Tag hier in Gran Canaria, also zumindest der vorletzte volle Tag am Samstag, also morgen haben wir noch komplett und am Sonntag geht es dann wieder zurück. Da fahren wir schon gegen 2 wieder zum Flughafen.
Genau, und heute sind wir jetzt ganz früh aufgestanden und waren dann auch schon um 7:15 am Strand und haben dann den schönen Sonnenaufgang gesehen. Das war wirklich super, super schön. Das habe ich auch gefilmt. Und ja, dann um 8 waren wir beim Frühstück und um 9:30 sind wir dann schon wieder zum Pool und seitdem sind wir auch dort. Jetzt ist ungefähr 2:30 und ich denke, wir werden jetzt auch den Rest des Nachmittags noch am Pool verbringen, bis zum Abend rein und ja, wahrscheinlich auch am Pool essen, haben wir uns gedacht. Danach vielleicht nochmal in die Stadt und abends wahrscheinlich hier auf der Hotelanlage in so eine Bar und einfach so den Abend ausklingen lassen. Genau, das ist so der Plan. Vielleicht verändert sich noch was, ich weiß es nicht genau, aber ja, das dachten wir uns erstmal so ganz entspannt, aber sonst passiert hier auch nicht viel. Und ja, ich war jetzt nur kurz hier im Zimmer, um aufs Klo zu gehen und ich gehe jetzt auch wieder zurück zum Pool. Wir haben uns jetzt was zu Abend hier am Pool bestellt. Es ist jetzt, ich glaube, 4:30 ungefähr und es sieht richtig, richtig gut aus und ich glaube, es ist auch mega lecker. Hallo, ich wollte mich wieder bei euch melden. Heute ist das hier mein Outfit. Ich habe mir gestern so ein Tuch gekauft und das kann man auch so als Oberteil tragen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich so zu 100% mag. Man kann es aber auch einfach in den Haaren tragen. Ganz unterschiedlich. Genau. Und auf jeden Fall sind wir wieder am Pool den ganzen Tag. Wir sind heute ein bisschen später aufgestanden. Wir wollten eigentlich wieder früh aufstehen. Aber irgendwie bin ich nicht aus dem Bett gekommen. Genau, dann waren wir wieder frühstücken. Und seitdem sind wir wieder am Pool. Ja, und sonst wird heute wahrscheinlich auch wieder nicht so viel passieren. Es ist jetzt der letzte richtige Tag, den genießen wir hier noch. Ja, und sonst gehen wir wahrscheinlich abends wieder in die Stadt ein bisschen spazieren und so. Ja, aber mehr passiert wahrscheinlich auch nicht mehr. Für uns geht es jetzt wieder in die Stadt. Wir waren bis 18 Uhr, glaube ich, ungefähr am Pool. Haben uns jetzt wieder ein bisschen fertig gemacht und wollen mal schauen, was noch so gibt. Also an Souvenirs und so. Und vielleicht nehmen wir uns im Supermarkt auch noch was mit zu trinken oder so. Genau, und sonst gehen wir dann wahrscheinlich in die Bar hier auf der Hotelanlage. Und ja, gestern haben wir das nicht gemacht, deswegen werden wir es wahrscheinlich heute machen. Please help me take the pain away. Yeah.
Guten Morgen, es ist jetzt kurz vor 7 und wir laufen gerade schon zum Strand. Heute haben wir es geschafft, früh aufzustehen, deswegen ist es noch dunkel. Aber die Sonne sollte dann so in einer halben Stunde, glaube ich, aufgehen. Und ja, wir spazieren jetzt erstmal hier entlang, dann da hinten am Strand, wo das Meer ist. If I could tell you, I don't think you'd believe how long I felt this way. I'm begging you to stay. And if I could show you, I'd hope that you could see all the possibilities. There could be a place for you and me. Under the stars, you pack up your car, 'cause you're going far away from here. I wish I could stall, but I never call, and you're going all away this year. If I could tell you, I don't think you believe how long I felt this way. I'm begging you to stay. And if I could show you, I'd hope that you could see all the possibilities. There could be a place for you and me. I feel 100 degrees when you call my name. So, back home wollte ich euch mal zeigen, was ich noch so aus Gran Canaria mitgenommen hatte. Ein paar Sachen hatte ich, glaube ich, schon gezeigt, aber ich glaube, andere noch nicht. Deswegen hier noch einmal, also einmal einen Fächer, wo Gran Canaria draufsteht, dann ein Fußband, ein Helix bzw. so Ohrringe, eine Badehose, die schwarz ist, weil ich ein Bikini-Oberteil habe und noch keine passende Badehose dazu. Deswegen hat es eigentlich gepasst, dass ich das gefunden habe. Dann so ein dunkelblaues Oberteil, ein Tuch, das man entweder auch als Oberteil oder im Haar verwenden kann. Diese Tasche hier, die fand ich super schön. Eine Kokosnussschale, die kann man zum Beispiel für Porridge benutzen. Und dann noch ein neues Parfüm. Und damit würde ich jetzt den Vlog auch abschließen. Ich hoffe, sehr hat euch gefallen und ihr könnt mir sehr gerne wieder Feedback dalassen. Da bin ich immer sehr dankbar für. Und ansonsten werde ich mich jetzt wieder meinen Uni-Sachen widmen. Ich habe jetzt diesen Monat, also im August, noch 2 Abgaben, ein Essay und eine Hausarbeit. Und nächsten Monat habe ich auch nochmal 3 Abgaben, das sind 3 Hausarbeiten. Und dann kann ich das 6. Semester abschließen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin und einen wunderschönen Tag euch allen.